Herzlich willkommen zurück zu The Hunter Classic. Wissen, wie man's macht? Mit Brandy. Und Glücke, hallo. Und der Eva natürlich auch. Ja. Wissen, wie man's macht. Wie machst du es denn? Hä? Ja, wie machst du es? Wissen, wie man's macht, habe ich gesagt. Zwei Zehner. Ja, ich mach's wie ein Zwei Zehner. Ich gehe meistens hin. Deckel hoch, ne? Und mal drauf bratschen. So macht man es richtig. So macht man es. Das ist nicht so gesprächig, da muss viele Tiere schießen. Hat er wieder geschossen. Keine Ahnung, was ich getroffen habe. Es war ein männlicher. Will der Otto wiederkommen? Da ist er ja. Annalise. Hey, mit der Pilkington habe ich 25 Harvests. Semi-Automatic Blue Mabel. Warst du gestern auch auf Osterparty? Das ist übergeflogen, ich dachte schon, ich bin hier gewesen. Nein, bei den Farm, ich kann nicht so anlocken. Achso. Daneben eben. Hab lieber ruhig. Ja, der Chat akzeptiert dieses Hoch 3 leider nicht, deswegen Dachtaste Hoch 3. Wieso Hoch 3 auch? Naja, ich mag's lieber ruhig Hoch 3. Warum nicht einfach ruhig Ausrufezeichen, so wie der normale Deutsche das machen würde? Naja, ich wollte mit ruhig Hoch 3. Was will man damit sagen? Das nochmal verdeutlichen. Ja, also ich mag es nicht nur ruhig, sondern Lagerfeuer, sowas ist doch ruhig. Das ist ja für mich keine Osterparty, das ist ja Osterfeuer. Ausbrand ist so ruhig, wenn ich daneben stehe. Und Spannsau, ich glaube so Spannfarge gehalten, ne? Achso. Spannsau. Da klaue die mir den wieder. Ja, beim Schießen ist es schnell, da musst du urzügig sein. Eigentlich weniger. Wieso? Ja gut, wir sind das gewöhnt noch einen richtigen Schuss, dass das Vieh nicht so weit rennt. Bei ihr merkst du genau, es geht auf Masse. Wenn das angehittet ist, fällt das auch irgendwann um. Und dann wird es gesammelt irgendwann einmal. Irgendwann, ja. Da bist du natürlich nur beim Laufen, ne? Hilfe geklaut, bist du langsam. Ist halt. Oh, da ist die Sau. Da ist die Sau. Genau auf mich zu, komm. Hier.
Och, genau ins Auge, das war ja gemein, also wirklich. Ja, Messer. Amos, weiblich. Erblätsch. Was ist Osterfeuer? Was? Osterfeuer hat ja nichts mit Osterparty zu tun. Das ist eine ist Feuer. Nee, das eine ist Feuer, das andere Bom Bom. Was denn? Ist doch alles komplett verständlich. Vor allen Dingen das Wort Bom Bom. Z. Bum bum z z z Techno-Scheiße. Verbinde ich jetzt so mit. Ich hab noch nicht. Du. Komisch ist ja, schlägt meine Tonne nicht. Ah, jetzt hat er einen Handelscore aktualisiert. Bei der Bildschirme wird mir jetzt auch schon das Gewicht angezeigt. Also bist du schon. Na gut, ne, Gewicht wird mir bei Rot auch schon angezeigt. Irgendwas, ich weiß nicht, was schaltest du auf Level 5 klar nochmal frei? Also ich mir jetzt nicht beim Angucken, also beim Scannen. Achso. Ich meine jetzt auf dem Handomate. Also. Also wenn ich eine Spur vom Wildschwein analysiere auf dem Handomate, zeigt er mir schon das Gewicht dafür an. Weil ich jetzt hier 30 bis 130 Kilo, das ist halt das erste, das merkst du als sehr grob. Aber ich habe hier auch gerade ein Osterei gefunden. Auch mitten auf der Straße ist, da noch keiner drüber gefahren ist. Tja. Ja, das, was du meinst mit dem Analysieren ab Level 5 dann, das ist dann oder Handerscore circa. Ab Level 3 ist Gewicht und dann Handerscore, aber das ist halt dann ab Level 11 oder ist dann nochmal genauer. Dann glaube ich nochmal ab Level 15. Ja, wie das, was du auf Handermate hast, da gibt es ja noch mehr. Dann nicht nur die Verletzungen, sondern. Wie stark und so, das gibt es ja dann später auch noch. Aber wirklich Rothirsch und Wildschwein, da habe ich glaube ich die höchsten Werte mit Level 8 oder sowas. Was haben wir dort? Noch eine Gans, oder? Die treffe ich von.
Das sind sogar noch mehr Gänse. Weil wir sind nach viel, viel Meter, dass das scheiß Ding genau geht, ne? Hm. Boah. Ich versuch's einfach mal. Kurz messen. Sind jetzt 166 Meter. Erwischt. Nicht erwischt. Hey, geht der Weg doch relativ präzise auf die Weide. Hätte ich nicht gedacht, da haben sie was geändert. Damals bei der Hasen, das war richtig nervig. Also? Ah, da hast du genau drauf gezielt. Der Schuss ging irgendwo hin. Oder die Hasen waren einfach zu stabil. Weil du hast manchmal gesehen, da kam wie Blut, aber der ist nicht umgefallen. Und wenn der an dem Loch verschwunden ist, der kommt der dann nicht mehr raus. Der verreckt dann wahrscheinlich da unten drin. Du kriegst das dann angerechnet als, ja, du hast ein Tier nicht eingesammelt, wo du aber nicht rankommst. Hm, so richtig. Na, gerade wenn die immer in ihren scheiß Bau rein sind. Ja. War noch mal Kaffee leer. Na, stell dir das mal vor. Dunkel, Kaffee leer. Leute, Hemmung, das war jetzt noch das Größte. Hab ich einfach so mal rechts geguckt, vorne aber keine da, Gänse. Und jetzt ruft noch ein Reh. Weiblich. Och, dann direkt vor mir. Sehr schön. Hab ich überhaupt einen Bogen dabei? Oh, ich hab ein Dings dabei. Okay. Ja, da hatte ich ihr halt geschrieben, dass du das nicht hast. Oder nicht spielst. Es kann sogar sein, dass ich das hab, glaube ich, aber beinahe nicht dran, aber war halt echt nicht so mein Fall, nö. Obwohl, ich muss sagen, das ist schon nicht schlecht gemacht, aber halt irgendwie nur, wenn das so zusammenspielst, ne? Halt wie Ark. Obwohl Ark da, glaube ich, noch ein kleines Ding geiler ist. Was halt Grafik angeht und vor allen Dingen das Reiten mit den Dinos und so. Ne? Und du kannst die Person anpassen. Dann gab es ja so das andere Riesengedöns, dieses Conan Exiles oder wie der Conan, ha. Conan, ha. Das wurde ja auch gehypt, wieso? Im Endeffekt spielt es auch keiner mehr. Ja, weil es nicht durchgeht. Richtig. 161 Meter, Alter. Und irgendwas schnattert hier noch in der Nähe. Aber sie hat halt einen eigenen Server, deswegen dachte sie das wahrscheinlich auch. Mhm. Ja, das war. Weil ich dachte mir schon, oh, da kommst du rein, so, da fallen so Pakete vom Himmel, dachte ich. Komisch. Und hier sind ja gleich mal alle Waffen drin, ne? Also. Also, wir gut gespielt. Eine Spur gefunden. Kann er da ganz flüchten. Ah, jetzt wird es mal ein bisschen heller. Da sieht man die Vögel auch mal. Das ist Reh.
Wolfen. Ha, aber weggerannt. Ja, aber ich weiß ja nicht, wie viel du skilltechnisch den Bogen hast. Mein Peter, muss ich immer noch sagen, ist immer noch mein bester Bogen eigentlich, wenn man sich überlegt. Ich habe echt lange nicht mehr mit dem auch geschossen. Aber mit dem habe ich die meisten Abschüsse. Und halt die Errungenschaft, 250 Stück geschossen zu haben. Hm. Ist ja bei Steam die seltenste Errungenschaft, die ich habe. Um 0,04 Prozent von allen Spielern haben das. Ein bisschen mit Kompost. Ja, aber Freunde, wir sind erstmal fertig für die Woche, für die Season. Wie gesagt, schreibt in die Kommentare, wie wir es am weitesten machen sollen. Und ja, in dem Sinne, bis nächste Woche. Tschüss. Genau. Tschüss.